Da ich ja eh gerade in München bin, dachte ich mir, ich mache jetzt noch einen zweiten Motovlog, beziehungsweise Motovlog plus Real Talk, denn ihr habt mir einige Fragen in meine letzten Videos gestellt. Ich habe jetzt auch nicht mehr allzu viel Akku in der GoPro, deswegen hoffe ich für dieses kleine Real Talk Motovlog Video reicht's. Ich war ja gerade an der Tanke, weil ich mich hier in München komplett verfahren habe und habe jetzt kurz nachgeschaut, wie ich am besten und am schnellsten wieder heimkomme. Okay, Bro, was machst du? Genau, Real Talk heute mal entspannten Motovlog. Eure Fragen, meine Antworten. Und zwar die meistgestellte Frage war, wie lange machst du schon Musik? So, ich kann es so grob ungefähr sagen, es sind circa, oder ich mach's circa, schick. Ich mach's circa 1,5 Jahre jetzt. Aktiv, ja, kann man es aktiv nennen, eigentlich schon. Das Einzige ist halt bei mir, das werdet ihr auch wahrscheinlich festgestellt haben, dass ich nicht viele Songs produziert habe oder veröffentlicht habe, weil ich mir halt bei manchen Sachen noch ein bisschen schwer tue. Und ich will nicht irgendwelchen Crap auf meinen Kanal hochladen, sondern ich will gute Songs, gute Remixe, gute Qualität veröffentlichen bzw. rausbringen und nicht irgendwelchen Bullshit. Und durch diese ganzen Tutorials, die ich euch zeige oder auf meinem Kanal hochlade, will ich euch einfach meine Erfahrung, die ich jetzt seit 1,5 Jahren gesammelt habe, zeigen, beziehungsweise, hey, hier war ich auch schon mal, euch sozusagen ein paar Tipps geben, wie ihr remixen könnt, wie man überhaupt Musik macht, wie das Ganze funktioniert, was man dafür braucht. Und da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage, die echt wirklich oft gestellt worden ist. Und zwar, welches Equip besitze ich? Ich könnte da daraus ein umfangreiches Video machen, aber ich habe euch, oder es ist in jedem Video bei mir unten in der Videobeschreibung, mein ganzes Equip verlinkt. Das heißt, schaut da gerne mal vorbei, dann könnt ihr euch mein Equip mal anschauen, was ich so benutze, was ich zurzeit so habe. Und immer wenn was Neues dazukommt, wenn ich irgendwas austauschen sollte oder irgendwas mir was Neues kaufe, dann füge ich das auch unten hinzu. Und ich hoffe, ich bin richtig. Was auch ziemlich oft gefragt wird, ob es mal eine Kooperation geben wird. Das heißt, mit irgendwelchen Zuschauern von mir oder anderen Produzenten. Ja, wird es bald geben, bloß wie ihr ja mittlerweile wisst, fehlt mir einfach die Zeit und ich stecke echt viel Zeit in Vlogs rein, in Tutorials und so weiter. Gott, wo muss ich denn jetzt lang? Das frisst so viel Zeit und da bleibt mir einfach so wenig Zeit für die Musik selber. Ich habe, glaube ich, gefühlt 20 angefangene Projekte und ich habe nie weitergemacht, weil dann hat es wieder beim Mastering bzw. beim Mixing gefehlt und ich hoffe, meine GoPro nimmt noch auf. Durch die ganzen Videos und durch euch und durch andere Produzenten habe ich wieder so viel Neues dazugelernt. Es wird immer besser bei mir. Es wird auch bald wieder einen neuen Remix geben. Den werde ich aber dann auf meinem anderen Kanal hochladen, weil dieser Kanal soll ja rein vlogmäßig sein. Das heißt so hinter die Kulissen, Tutorials und so weiter. Hier in München wohnt ja auch der Motovlogger Mochi. Das habe ich euch ja, Junge, nice. Das habe ich euch ja auch in dem letzten Video schon gesagt. Ich hätte so Bock, mit ihm mal einen Vlog zu machen, beziehungsweise so einen Motovlog. Was auch ganz oft gestellt wird, ist, ob ich einen Vollzeitjob habe oder ob ich nichts mache oder wie es bei mir aussieht. Ich habe einen Vollzeitjob und ich bin stinknormaler Büroangestellter. Also nichts Besonderes. Hab wie jeder andere eine 40-Stunden-Woche und nebenbei mache ich halt YouTube. Nebenbei fahre ich hobbymäßig echt viel Motorrad mit Freunden und so und natürlich auch die Musik, aber da hätte ich gerne ein bisschen mehr Zeit dafür und Akku ist jetzt gleich leer. Deswegen, ich hoffe, euch hat dieser kleine Real Talk Motovlog gefallen. Jetzt ist schon wieder rot, oder? Leck mich doch am Arsch. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare.
Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr mir die gerne auch stellen. Schaut mal hinter mir. Alter, ich glaube, da zückerle ich auch mal ein Video raus. Louis klärt Chicks auf dem Bike. Oh Gott. Aber warte mal, hier war ich schon mal. Jetzt muss ich, glaube ich, kann man hier links? Und sie verfolgt mich immer noch. Sie ist weg. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Das sieht gut aus, Leute. Aber diese scheiß Ampeln die ganze Zeit. Jetzt ist ja bald Wiesenzeit, also Oktoberfest hier in München. Und da wäre ich sowas von mit dem Bike hier mal nach München fahren. Also wie gesagt, ich brauche ja ungefähr immer so dreiviertel Stunde, 50 Minuten nach München. Und das wird, glaube ich, richtig geil, weil hier sind dann alle besoffen. Und ich glaube, das wird dann ein richtig geiles Video. Ach ja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Marienplatz. Gott, wie gerne ich da jetzt ins Wasser gehen würde. Hier ist das Matheser. War ich auch schon mal drin. Ach Gott, fahr doch zu. Ich weiß wieder, wo ich bin. Ja, ich bin richtig, Leute. Ich bin wieder auf der Autobahn. Ich würde sagen, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schreibt mir eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare. Haut rein. Und...